Herzlich willkommen, alle von nah und fern hier in der Kirche und zu Hause an den Aufzeichnungsgeräten. Heute ist ja ein besonderer Tag, der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr, auch Volkstrauertag genannt, seit über 100 Jahren auch als Volkstrauertag so begangen. Und insofern haben wir heute auch einen ernsten Wochenspruch. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse. So sagt es uns der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 10 und noch an vielen anderen Stellen. Heute das Thema rettendes Gericht. Kann Gericht rettend sein? Wenn wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen, wie kommen wir dabei weg? Kommen wir dabei gut weg? Oder ist es nicht sehr schwer, weil der Weg zum Verderben breit ist und der Weg zum Himmel schmal ist? Wir eingehen sollen durch die enge Pforte? Gar nicht so einfach. Aber wir werden heute ein bisschen mehr darüber hören. Zunächst aber ein Loblied an Gott. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Lasst uns hören Worte aus Psalm 50. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu.
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein gewaltiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Himmlischer Vater, du hast alles gesehen an Krieg und Mord, an Hass und Gewalt. Heute scheinen wir Zuschauer zu sein, aber früher ist gerade bei uns viel unschuldiges Blut geflossen. Bitte hilf uns, nicht zu vergessen oder zu verdrängen. Hilf uns auch in den Tätern, etwas von uns zu sehen, an ohnmächtiger Wut oder blindem Hass, dem klaren Nein doch noch helfen zu wollen. Vater, wir sind nicht besser, wir sind Teil der unerlösten Welt, Teil dieser Erde. Bitte vergib uns das Harte, das Unbarmherzige, das Gedankenlose in uns. Bitte hilf uns zur Umkehr zu dir, zu Geduld, Liebe, Barmherzigkeit. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Du vergisst mich nicht.
Matthäus 25. Wenn der Menschensohn kommen wird, in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen, auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden. Wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Er erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, Entschuldigung, und ihr habt mich nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder gar im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen sagen und antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Halleluja! Die Himmel werden seiner Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Halleluja! 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 Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen. Was für ein ernstes Wort! Können wir das ertragen? Können wir im Gericht Gottes bestehen? Bleibt uns das erspart, dann in die Finsternis oder ins Feuer gehen zu müssen? Sind wir so, dass wir immer geholfen haben, dann, wenn Not war? Den Bedrückten, den Hungernden, denen, die in Not sind, den Gefangenen, denen im Krankenhaus, waren wir immer da, wenn andere unsere Hilfe gebraucht haben? Ist kein falsches Wort über unsere Zunge gekommen? Haben wir niemand verleumdet, niemand betrogen, niemand in Schwierigkeiten gebracht? Haben wir nicht schlecht über andere Leute geredet? Kommen wir da durch? Kommen wir da durch? Es ist schon eine Frage, die man sich stellen muss, auch wir als Gemeinde. Und man könnte ja sagen, naja, dieses eine Wort, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen und offenbar werden müssen, das ist nur ein Wort, aber Paulus hat das so oft gesagt, an so vielen verschiedenen Stellen. Römer 14, Vers 12, Römer 2, Vers 5, Galater 6, Vers 5 und noch an vielen anderen Stellen. Und Christus selber sagt uns doch, dass es eines Tages diese Scheidung geben wird von den Böcken und von den Schafen. Wie wird es sein? Ich möchte nur zwei Gedanken dazu sagen. Der eine, wenn das Gericht kommen wird, dann haben wir sicher so einiges, was wir an Steinen des Leides, der Last, der Unachtsamkeit anderer Menschen mit auf den Weg gegeben haben. Und dann wird
wird die Waage wohl sehr schlecht ausschlagen. Und was können wir dagegen halten, dass wir Christen waren, dass wir versucht haben, auch mal was Gutes zu tun, aber irgendwie will das hier mit dieser Waage noch nicht so richtig klappen. Und ich glaube, das Einzige, was uns wirklich retten kann, und so hat es Martin Luther auch empfunden, und so hat es auch der Apostel Paulus empfunden, ist das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Dass er das Lamm Gottes ist, dass er sich dahingegeben hat am Kreuz für uns. Dass er gesagt hat, dies ist mein Leib für euch gegeben, dies ist mein Blut für euch vergossen zur Vergebung all eurer Schuld. Und wie er noch am Kreuz für seine Feinde gebetet hat. Und das ist es, was es möglich macht, dass die Waage doch zur anderen Seite ausschlägt. Dass wir erfahren können, ja, wir sind gerettet. Ja, bei Jesus Christus ist Erbarmen und Erlösung, auch im Gericht. Aber nicht, weil wir so gut und so großartig waren. Weil wir dann vielleicht auch sagen, oh, wo haben wir dich denn leidend und in Not gesehen und haben dir nicht geholfen? Es ist mit eigener Kraft nicht zu schaffen. Es ist vielleicht ein bisschen wie beim Kamel und dem Nadelöhr. Das Kamel ist einfach zu groß, nicht nur zu breit, einfach zu groß, um durch dieses kleine Nadelöhr hindurchzukommen. Es geht einfach nicht. Es ist so schwierig. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und weil er sich so tief zu uns heruntergebeugt hat, am Kreuz und all unser Versagen, all unsere Schuld auf sich genommen hat, in seinem Sohn Jesus Christus, darum gibt es für uns Hoffnung. Für uns Hoffnung auf Erlösung. Und nicht nur für uns, sondern für diese Welt. Der zweite Gedanke. Wir brauchen die Liebe, die Jesus Christus immer wieder gepredigt hat. Das reicht ja nicht, dass wir sagen, ach Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen so viel getan. Nein, es ist wichtig, dass wir auch wirklich einander helfen und einander lieben. Weil es geht ja im christlichen Glauben nicht nur darum, dass wir vielleicht am Ende der Zeit, am Ende unseres Lebens gerettet werden, sondern es geht auch darum, dass hier auf der Erde konkret etwas geschieht. Zeichen der Versöhnung, der Liebe, der Hilfe. Zeichen der Vergebung. Und ich möchte ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben erzählen. Nicht, wo ich irgendwas gegeben habe, sondern wo ich es erfahren habe. Und gerade im Hinblick jetzt auf den Volkstrauertag. Es gab eine Familie Mojadin. Die hat mich im April 1985 aufgenommen in ihre Wohnung. Ich saß in Gap auf dem Marktplatz, ich hatte draußen geschlafen an einem geschlossenen Campingplatz ohne Zelt, es war sehr kalt, da in dem Toilettenhäuschen, glaube ich, und ich kam dann runter in die Stadt, habe mir da auf dem Bunsenbrenner einen Kaffee gekocht und da ein Brot gegessen. Und dann kam ein älterer Herr, mindestens 70 Jahre alt und fast ein Kopf kleiner als ich, und hat mich eingeladen in sein Haus, in seine Familie, weil er mir Gastfreundschaft geben wollte. Später stellte sich heraus, dass er aus Armenien mal gekommen ist nach Frankreich und dass er die Tochter eines evangelischen Pfarrers geheiratet hatte. Also sie gehörten zu den Hugenotten, zu dieser verfolgten evangelischen Minderheit in Frankreich. Und dass die mich 2,5 Tage bewirtet haben, ganz liebevoll, dass ich in dem Zimmer eines der erwachsenen Söhne schlafen durfte, dass die sich auf einen wildfremden Menschen einfach so eingelassen haben, den sie an der Straße getroffen haben, obwohl ich ja fast kein Französisch spreche und die Verständigung schwierig war, einfach so, aus Liebe, aus Gastfreundschaft. Frankreich hat so viel Leid erlebt in der Besetzung durch die deutsche Armee. Wie ist das möglich, dass Menschen so ein Zeichen der Versöhnung geben, so ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Herzlichkeit, fremden Menschen gegenüber? 1989 in Israel
Hier ist ein Bild von ein paar Schwestern, mit denen ich da gearbeitet habe. So aus der Entfernung können Sie es gar nicht sehen. Ganz am Rand ist eine Schwester, die etwas gewichtiger ist. Und diese, Jaffa, von Jaffa, die Schöne, hatte deutsche Vorfahren. Und die Familie hat mich aufgenommen, hat mich auch mal mitgenommen zum Sabbatessen, hat mich mitgenommen auf den Berg Masada, auf die Festung in der Wüste, als jemand aus ihrer Familie dort als Soldat eingesegnet wurde, vereidigt wurde. Und sie haben mir auch etwas gezeigt im Gazastreifen, wo die ganzen zerschossenen Busse und in die Luft gesprengten Busse der Israelis standen, auf einem Parkplatz, dass man sehen konnte, wie früher die Situation war. Und ausgerechnet diese jüdische Frau hat mich also so aufgenommen in ihre Familie, die deutsche Wurzeln hatte, die mit Sicherheit viele Opfer in der eigenen Familie gehabt hat, durch Deutschland. Und dass ich so herzlich aufgenommen worden bin auf dieser Station und in diesem Krankenhaus, das finde ich, das war für mich auch ein Zeichen der Versöhnung, ein Zeichen der Herzlichkeit. Dass wir in Polen Ende 1988 in Breslau aufgenommen wurden bei einem Schüleraustausch zwischen einer Krankenpflegeschule in West-Berlin und der in Breslau, in Wroclaw, da habe ich das auch als Zeichen großer Gastfreundschaft empfunden, dass junge Polen und Polinnen uns so herzlich aufgenommen haben, dass sie ein halbes Jahr Fleischkonserven gehamstert haben, um uns für eine Woche fürstlich bedienen zu können. Und noch vieles, vieles andere getan haben, um zur Völkerverständigung beizutragen, wo so viel Leid damals auch im Krieg in diesem Land verbreitet worden ist. Und ich finde das so schön, dass ich so viele Zeichen des Erbarmens in meinem eigenen Leben erleben durfte, ohne irgendetwas Gutes dafür getan zu haben. Und ich glaube, dass wir diese Zeichen der Völkerverständigung, diese Zeichen der Vergebung, diese Zeichen nicht des Vergessens, aber der Vergebung, diese Zeichen der Liebe, dass wir sie einfach brauchen, rund um die Erde, immer wieder neu. Das Letzte, was ich dazu sagen will, es gibt einen kleinen Brief, der an eine Freundin gerichtet war von mir, von einem Roman aus Kiryat Motzkin in Israel. Und ich habe ihn flüchtig kennengelernt. Dieser Brief ist an eine gute Freundin von mir gerichtet. Sehr geehrte, ich habe deine Gratulation zum 80. Geburtstag erhalten. Ich bin von ganzem Herzen dankbar für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir, ich bin von ganzem Herzen gerührt für die Gratulation, die Wünsche und Gebete. Dein Brief kam am 27. Januar an, dem Gedenktag der für jüdische Opfer des Holocaust. 2005 wurde dieser Tag eingesetzt von den 16 Ländern der UN. Erst nach 16 Jahren der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Durch die Anerkennung war es mir möglich, nach Deutschland zu kommen. Ich war mit 5 Jahren als Kind im KZ und die ganze Familie ist umgebracht worden. Dass wir uns kennengelernt haben. Ich war erschüttert und begeistert, dass wir mit solch einer Liebe und herzlichen Wärme empfangen wurden. Nach dem Ghetto und dem langen Leben in der UdSSR konnte ich mir nicht vorstellen, dass es solche Christen mit solch einer Herzlichkeit und Liebe zu Juden und Israel gibt. Ich verstehe, dass nicht ganz Deutschland so ist, aber solche Leute wie ihr, die machen so eine Hoffnung. Gott gebe, dass in Europa alles gut gelingt mit Hoffnung, dass die dunklen Wolken über Europa verschwinden, dass die Regierung mit Verstand und Herz alles richtig rege. Sehr oft denke ich an die Wärme der hier verbrachten Zeit in Deutschland und bei dir zu Hause. Ich schaue mit Liebe und Freude auf alle Fotos. Das war für mich eine sehr gute Zeit. Nochmal vielen Dank. Ich schreibe auf Russisch, denn ich weiß, du hast jemanden, der es dir übersetzt. Ich umarme dich mit Hochachtung, Roman. Liebe Geschwister, wir brauchen alle diese Zeichen von Vergebung, von Verzeihen, von Miteinander, von Herzlichkeit, von neuem Aufeinanderzugehen. Auch da, wo in unserem Land oder mit anderen Ländern Menschen sich noch nicht verstehen, wo Ärger ist, wo man ganz andere Standpunkte hat, wo man
sich gegenseitig noch nicht richtig begreift. Wir brauchen diese Zeiten des Füreinanderbetens, des Füreinandereintretens, des Füreinanderdaseins. Und dafür ist Jesus Christus hier auf diese Erde gekommen. Dafür hat er sein Blut vergossen, dass wir Zeichen der Freundschaft, Zeichen der Vergebung, Zeichen der Herzlichkeit setzen und auch annehmen. Und ich glaube, das brauchen wir. Das braucht unsere Welt so sehr, dass die Liebe, die Jesus Christus gepredigt hat und die er selber auch gelebt hat, auch von seinen Nachfolgern weitergetragen wird. Und jeder von uns ist in einer anderen Situation. Aber vielleicht hat der ein oder andere doch Möglichkeiten, kleine Zeichen der Liebe, der Herzlichkeit, der Güte, der Achtung zu geben. Und wenn es daran besteht, dass man still zu Hause für einen ganz Fremden oder eine ganz Fremde betet und Gott um sein Erbarmen bittet. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, der auf dieser Welt Versöhnung gespendet hat und der alle, die an ihn glauben und auf ihn vertrauen, weiter aufruft, in dieser Welt Versöhnung und Herzlichkeit zu leben und da seinen Segen zu gibt und seine Gegenwart schenkt. Amen. Thank you.
Ja, Dank für die Gaben vom letzten Sonntag, 95,50 Euro. Nee, stimmt nicht. Die Zahl stimmt. 43,90 Euro für Sonderdienste der Seelsorge und Kollekte heute am Volkstrauertag erbeten für die christlichen Friedensdienste. Sie wissen, dass ja jedes Jahr auch eine kleine Gruppe von Jugendlichen nach Holland, nach Eiselstein fährt und dort zur Völkerverständigung auch alte Kriegsgräber sauber macht und dann immer auch etwas erfährt, was zur Völkerverständigung beiträgt. Und diese Woche ist ja immer ganz freiwillig und das ist auch etwas Gutes, was in unserer Stadt geschieht. Ja, am Mittwoch um 19.30 Uhr ist hier Gottesdienst zum Buß- und Bettag. Am Sonntag klar wieder Gottesdienst für alle und um 15 Uhr die Andacht in der Friedhofskapelle. Wir stellen natürlich auch noch mehr Kerzen hin, sodass die, die vielleicht nicht in die Kapelle passen, trotzdem hören können und auch Kerzen mitnehmen können für die eigenen Gräber. Ja. Am Samstag haben wir abends noch einen Gebetsgottesdienst hier mit Arno Backhaus und auch dazu herzliche Einladung. Es sind auch noch ein paar Plätze frei, wer dann am Samstag um 19 Uhr hier sein will. Zu diesem Gebetsgottesdienst ist auch herzlich eingeladen. Der Arno Backhaus wird dazu auch etwas Musik machen. Ja, so lasst uns zum Schlussgebet und zum Segen noch aufstehen, soweit möglich. Himmlischer Vater, wir falten heute die Hände für die Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung in Armenien, im Sudan, im Irak, in Syrien, in Libyen, im Libanon, in den Lagern in der Türkei und auf den griechischen Inseln und wo noch. Für alle, die wegen ihres Glaubens oder ihrer ethnischen Herkunft verfolgt werden, beten wir. Für die Kinder, die Eltern, die Alten und die Jungen, die Verletzten und die Überlebenden. Bitte, Vater, schenke Hoffnung und Erbarmen, Frieden und Versöhnung, auch da, wo es jetzt noch unmöglich erscheint. Danke für das Hoffnungszeichen in Amerika. Du bist unsere Hoffnung. Auch unserem Land hast du geholfen, als wir ganz am Ende waren. Als die Städte in Asche lagen und 10 Millionen Landsleute auf der Flucht oder in der Vertreibung waren. Lass uns nicht vergessen, wie groß dein Erbarmen war nach dem totalen Zusammenbruch, wie doch alle Menschen wieder Heimat neu gefunden haben, wie die Feinde von einst uns aufhalfen, wie du ihnen das Herz geöffnet hast für Hilfe und Erbarmen gegenüber den besiegten Feinden. Danke, dass es heute Europa gibt. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Wir haben noch das letzte Lied, das können wir ja im Singen sitzen. Wir haben auch
auch heute noch keinen Kirchenkaffee. Ich hoffe, dass das bald wieder möglich ist.